Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir werfen heute wieder einen Blick zurück und schauen gemeinsam an, welche Bücher letztes Jahr im Oktober bei mir eingezogen sind, welche Bücher ich davon gelesen habe, welche noch nicht, warum vielleicht noch nicht, was ich noch in Erinnerung habe und wie sie mir vielleicht dann auch gefallen haben. Und ja, wir gucken jetzt gemeinsam zurück. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Rückblick. Zu Beginn möchte ich feststellen, wie kurz damals noch die Haare waren und dass ich sie jetzt ein Jahr ja fast schon wachsen lasse. Wirklich irre, wie die Haare auch in der Zeit gewachsen sind. Das erste Buch ist Im Licht des Polarsterns, ein Buch, das ich mir aufgrund verschiedenster Sachen so zugelegt habe. Die Hansensaga, die Clifton-Saga, das war alles ein bisschen dran schuld, auch die Frauen vom Löwenhof. Ich hatte hier eine Geschichte erwartet, die so mit einer starken Frau zu tun haben, die eben sich aufmacht Richtung Nordpol und wir das irgendwie gemeinsam entdecken. Ich weiß, dass ich es gelesen habe, ich weiß auch, dass ich es irgendwie ganz okay fand. Aber ich glaube, mich hat so ein bisschen dann die Geschichte drumherum gestört und dass das dann doch so ein bisschen liebesgeschichtiger wurde und eigentlich gar nicht so dieses, wir reisen zum Polarstern, sie ist mit die erste Frau, die, glaube ich, mit ihrem Vater, der irgendwie auf so einem Kutter gearbeitet hat oder dem der Kutter gehört hat, unterwegs war. Ja, konnte mich, glaube ich, nicht so fesseln, wenn ich mich das richtig entsinne, wie zum Beispiel eine Clifton-Saga, aber okay. Eine Handvoll Glück von Massimo Vacchetta war letztes Jahr, glaube ich, auch so ein kleines Highlight, gerade was so die tierischen Bücher angeht, und wir haben hier einen Tierarzt, dem eines Tages ein Igelbaby, soweit ich mich erinnere, gebracht wird und der sich so ein bisschen in diesen kleinen Igel verliebt, sich um den kümmert, auch merkt, dass eben ja so manche Tiere mehr Glück haben bei der Tiervermittlung, bei der Tierunterstützung, beim Tierschutz. Und er setzt sich seitdem für Igel ein. Ich fand das richtig, richtig schön, wie er uns diese Geschichte erzählt. Beziehungsweise, glaube ich, hat die jemand für ihn geschrieben und er hat nur seine Erzählungen weitergegeben. Fand ich richtig schön, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Von Ellen Carstar kam Eine neue Zeit. Das war der zweite Teil der Hansensaga. Der hat mir noch so okay gefallen. Ich war sehr angetan vom ersten Teil der Hansensaga, gerade weil wir uns damals ja auch in Kamerun aufgehalten haben, so diese Zeit miterlebt haben. Das war alles irgendwie 1880. Wir hatten so Kamerun, Deutschland, Hamburg, wir hatten Wien. Und im zweiten Teil hat sich der Fokus so ein bisschen verlegt. Auch die Protagonistin, was uns so Kamerun, Deutschland gezeigt hat, wurde ein bisschen merkwürdig. Natürlich für die damalige Zeit, das darf man immer nicht vergessen. Aber ich war mit dem zweiten Teil, er war okay, er war, glaube ich, auch noch gut. Aber es haben sich schon so Entwicklungen abgezeichnet, die mir nicht ganz so gut gefallen haben. Und ich weiß, dass ich den dritten dann auch zwischendrin einfach abgebrochen habe, weil er mir gar nicht mehr gefallen hat. Und ich glaube, es gibt mittlerweile sogar einen vierten Teil. Und an dem bin ich gar nicht mehr rangegangen. Also der beste Teil war tatsächlich Band 1. Der Rest war dann irgendwie nicht mehr so. Der vierte Teil von Red Rising ist rausgekommen von Pierce Brown. Zu Asche, glaube ich, heißt es. Ich sehe es aus der Entfernung nicht. Ich habe die Red Rising Trilogie unglaublich geliebt. Wirklich, die sind ja diese schwarzen Bände. Und der vierte Teil greift dann, glaube ich, 10 Jahre später und erzählt uns natürlich auch nochmal so ein bisschen rückblickend, was zu der Geschichte, zu Darrow, zu seiner Vergangenheit, was dieser Science-Fiction-Fantasy-Roman, dieser Epos eigentlich geschaffen hat. Ich fand den Teil auch sehr gelungen. Er hatte mich aber nicht ganz so in den Bann zurückziehen können, wie es in der ersten Trilogie der Fall war. Und ich weiß, dass jetzt eigentlich auch der zweite schon da sein müsste, sollte, könnte. Aber ich habe jetzt schon irgendwie mal auf Lovely Books, glaube ich, gesehen, dass der mit März 2020 erst drin steht. Und ich finde es halt immer unglaublich schade, ja, wenn die Bücher alle so weit auseinander liegen. Und dann habe ich gewonnen, ich glaube, bei Lovely Books oder war, glaube ich, auch eine Leserunde, die Kleinen Wunder von Mayfair von Robert Dinsdale. Und das klang so richtig schön nach einem Art neumodischen Märchen. Wir haben hier im Grunde Charaktere, denen irgendwas in ihrem Leben passierte. Sie ziehen sich zurück in dieses Mayfair, was irgendwie so eine Art, ich glaube, es war irgendwie so ein Spielzeugladen. Und es klang richtig, richtig schön, hat für mich aber so ein bisschen an Reiz und Schönheit verloren, weil da Themen mit drin waren, die ich irgendwie nicht so schön fand, die auch vom Klappentext nicht zu erwarten waren, und so richtig begeistern konnte es mich nicht. Dann habe ich mir zwei Teile von Doors zugelegt, Blutfeld und Dämmerung von Markus Heitz. Ich war ja sehr angetan von dieser Idee vom ersten Teil, dass man sich dann für eine von drei Türen entscheiden kann, und das war dann Staffel 1. Und mich haben zwei dieser drei Türen sehr, sehr angesprochen. Ich habe nur eins davon gelesen, das andere angelesen und dann abgebrochen,
weil es mich irgendwie nicht so packen konnte. Es gibt mittlerweile, glaube ich, sogar eine zweite Staffel, wieder mit 3 weiteren Geschichten. Ich fand die Grundidee sehr cool, auch ja mit diesen verschiedenen Ebenen, dass da jemand einfach irgendwie verschwindet in eine andere Ebene. Also es hat schon ja sehr cool angefangen. Aber alles in allem hätte ich mir vielleicht tatsächlich gewünscht, dass das ein etwas dickeres Buch ist, wo dann alle 3 Geschichten im Grunde drin sind, plus einmal der Anfang, weil der Nachteil bei diesen Büchern war ja wirklich, dass der Anfang immer mit drin war, der erste Teil. Ja, dann ist Talon, ich glaube, der letzte Teil rausgekommen, Drachenschicksal von Julie Kagawa. Fand ich eine ganz, ganz tolle Reihe. Ich habe bisher noch nichts weiter von Julie Kagawa gelesen. Ich glaube, ich habe mal mit dieser Plötzlich-Prinz-Geschichte angefangen, aber Drachen fand ich immer toll. Ich habe wirklich die ersten 3 Teile sehr, sehr gefeiert. Und bei Teil 4 und 5, das war noch absolut gut, gar keine Frage, aber es hat so ein bisschen an Reiz verloren und auch an Ideen, an Innovation. Es hat sich gefühlt dann doch sehr oft wiederholt, was ich ein bisschen schade fand. Optisch sehr, sehr schön. Und wer Drachen liebt, der ist da auch absolut richtig. Hat mir Spaß gemacht, aber es ist jetzt nicht zu einer Highlight-Reihe geworden, wie vielleicht andere Bücher, die ich da irgendwie gelesen habe. Sind zudem auch zu einer guten Freundin ins Bücherregal gewandert und ja, optisch kann man da wirklich nicht meckern. Dann habe ich, glaube ich, Medimops bestellt, und zwar Der Wüstengänger und auch Die Wüste Gobi von Bruno Baumann. Die habe ich bei Weltwach entdeckt, also beziehungsweise Bruno Baumann. Und ich habe auch 2 der Bücher schon gelesen, Die Karawane oder Wiederkehr noch nicht und Kailash auch noch nicht. Also die ersten 2 Bücher, die ich in dem Video noch nicht gelesen habe. Ich glaube, da hatte ich ein extra Video zu Medimops gedreht, deswegen scheine ich die nicht näher gezeigt zu haben. Oder ich weiß jetzt gerade gar nicht, warum sich die Steffi in der Vergangenheit das so kurz gehalten hat. Aber ja, 2 von den Büchern habe ich gelesen, 2 noch nicht. Finde ich aber immer wieder schön, so Abenteurerbücher tatsächlich zu lesen. Und habe ich ja auch noch einige neben denen auf dem Sub. Und da zeige ich tatsächlich auch schon wieder ein. Es ist faszinierend. Bruno Baumann ist eben dafür bekannt, dass er ein extrem Abenteurer ist. Wirklich durch Wüsten geht, auf Berge steigt, alles erlebt. Und gerade Kailash interessiert mich eigentlich noch sehr. Das ist ja die heiligste Stätte der Buddhisten, wenn ich mich nicht täusche. Oder wenn es waren die Hinduisten, ich bin mir gerade nicht sicher. Und ja, wollte ich alle 4 haben. Wie gesagt, 2 davon sind auch gelesen, waren auch, glaube ich, relativ günstig, weswegen ich die mal im großen Pack dann auch eingekauft habe und bestellt habe. Und ja, dann ist das Buch von Sina Kai rausgekommen, Keep Calm and Wait for Your Fate. Sina ist ja auch Booktuberin und sie hat mich damals gefragt, ob ich das Buch gerne lesen möchte. Das habe ich natürlich getan, habe es absolut gefeiert, weil wir haben hier eine Single-Frau, die nicht einfach 0815 ist, sondern der Dinge passieren, die uns allen gefühlt wahrscheinlich schon passiert sind, die aber ihrem Leben auch einfach nachgeht. Also eine starke Single-Frau, die nicht unbedingt ständig auf der Suche ist nach einem Mann, sondern sagt, ich stehe hier im Leben, mir geht es auch so gut, will ja gefühlt die Gesellschaft irgendwie nie hören oder auch Freunde, Bekannte in dem Fall, und sie erlebt so ein bisschen dann natürlich so das ein oder andere Date und ja, überlegt dann halt schon, ja, was sie vielleicht dann einfach zukünftig glücklich machen kann. Vom Stil her sehr, sehr gelungen. Mir hat das von Sina sehr gut gefallen. Ich mochte die Idee, ich mochte die Protagonistin, ich fand auch so das Lesen und ja, was die Protagonistin so ein bisschen ausgemacht hat. Ganz besonders habe ich in sehr wohliger Erinnerung, dass mir das wirklich gut gefallen hat. Und ja, ich weiß gar nicht, ob Sina irgendwie an einem weiteren Buch schreibt. Entschuldigt, das ist ja die Katze am Katzenbaum. Aber würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir von ihr noch was lesen. Dann kam der 3. Teil von Redwood Love heraus. Es beginnt mit einer Nacht von Kelly Moran. Und ich habe ja Redwood wirklich ins Herz geschlossen. Die ganze Reihe ist richtig, richtig toll und besonders Band 1 fand ich grandios. Band 2 hat mir ebenfalls sehr, sehr gut gefallen. Der 3. Teil war für mich der schwächste, weil er doch so ein bisschen mehr ins Klischee gegangen ist, was mir eben an New Adult nicht so gefällt, obwohl wir natürlich hier schon ein bisschen älter sind als bei New Adult. Aber das Örtchen Redwood finde ich richtig, richtig schön und es kommt im November jetzt ja auch Band 4 heraus. Das läuft ja dann unter dem Motto Redwood Dreams. Und ich freue mich, auf Charaktere zu stoßen, die wir schon kennen, die wir schon mal irgendwo in einer anderen Geschichte erlebt haben, die wir wiedersehen. Und da freue ich mich tatsächlich sehr drauf und bin sehr gespannt, wie die Geschichte weitergesponnen wird, welche Charaktere bei Redwood Dreams jetzt genommen werden. Und ja, eine schöne Reihe, die nicht nur optisch wunderschön war, sondern mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich glaube tatsächlich, dass ich mir da Band 1 wahrscheinlich nochmal gebraucht holen werde. Ja, Traum des Lebens von Jeffrey Archer ist bei mir eingezogen als Hörbuch.
Und ja, ich bin ja seit der Clifton-Sage ein großer Fan von Jeffrey Archer, habe gefühlt jetzt sehr, sehr viel von ihm gehört. Ich glaube tatsächlich noch gar kein Buch von ihm gelesen. Schande über mein Haupt. Und bei Traum des Lebens, ja, das hat mir sehr gut gefallen. Also das war eine sehr schöne Geschichte. Jeffrey Archer hat aber hier für mich so ein bisschen, ja, ich glaube zum einen war das eine überarbeitete Geschichte, die es glaube ich schon mal gab. Anders als jetzt die aktuelle Warwick-Saga, die ja neu ist. Was ich tatsächlich vom Verlag ein bisschen schade fand, dass sie alte Geschichten neu aufgesetzt haben. Aber okay, manchmal bedarf es halt einer Überarbeitung, Erneuerung. Und man merkt bei Jeffrey Archer eben doch manchmal, dass die Geschichten sich ein bisschen ähneln, zumindest wie die Wege entstehen. Und ja, das würde Toto jetzt auch über Fitzek sagen, denn es kam der Insasse heraus und das war mal wieder ein Fitzek, der mich absolut begeistern konnte, den ich innerhalb eines Wochenendes weggesuchtet habe, auch wenn, wie man es gerade so schön gesehen hat, mir dieses Gummizellenartige nicht gefallen hat. Aber der rote Buchschnitt, wirklich Hammer. Und wir haben ja im Insassen wirklich ja, einen Vater, der im Grunde verzweifelt ist und ja, hier in diese Klinik geht und eigentlich nach dem Entführer seines Sohnes sucht. Und ja, eine Wahnsinnswendung bzw. wahnsinnige Wendungen schon im mittleren Teil und dann auch gegen Ende. Und man sitzt eigentlich gefühlt nur sprachlos dann davor. Mich hat der Insasse überzeugt, mich hat er gefesselt und gepackt. Ich mag diese etwas Psychothriller-mäßigen Bücher von ihm viel, viel lieber, als wenn er so Verschwörungstheorien macht, à la Passagier 23 oder auch das mit dem Flugzeug 7a, das war ja nicht so meins, aber das Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann ist irgendwann vielleicht für immer bei mir eingezogen von der lieben Michelle Schrenk. Und das Buch habe ich, ich glaube, das habe ich gleich bestellt, als es herauskam, wahrscheinlich so für 1 oder 2 Euro. Und es war eine wunderschöne Geschichte von Michelle. Während ich in diesem Jahr ja zweimal nicht so viel Glück hatte mit der Autorin, obwohl ich sie ja super sympathisch finde und super gerne mag, aber ja, manchmal kann man mich halt auch nicht so ganz glücklich machen. Aber irgendwann, vielleicht für immer, habe ich vom letzten Jahr auf jeden Fall in einer ganz wunderbaren Erinnerung. Und ja, auch das Cover sieht echt schön aus. Also auch das mit dem Motorrad und auch das, die Uhr tatsächlich irgendwie einen Sinn macht, ja, fand ich richtig, richtig schön. Hat mir super gut gefallen und ja, das war's scheinbar mit den Neuzugängen. Insgesamt sind 17 Bücher bei mir eingezogen und 2 habe ich tatsächlich nicht gelesen. Ich finde, das ist ein bombastischer Schnitt. Ich glaube, so gut sind wir nur selten. Aber alles in allem, ja, tatsächlich richtig, richtig toll, freut mich wirklich sehr und ja, ich bin tatsächlich sehr, sehr happy. Und wie man auch gemerkt hat, es sind mir viele Bücher noch in Erinnerung geblieben, beziehungsweise konnte ich zumindest so zu dem einen oder anderen auch ein bisschen mehr sagen, auch so dieses Gefühl, was vielleicht noch übrig geblieben ist, und das freut mich sehr. Ja, die 2 Abenteuerbücher werden jetzt auf jeden Fall ein bisschen höher warten, hochlagern sich auf meinem Sub, damit ich dann eben auch einfach zeitnah dazu greife und sie dieses Jahr vielleicht auch tatsächlich noch lese. Und freue ich mich auch schon drauf, weil ich auch ein großer Fan des Weltwach-Podcasts bin. Und ja, ich glaube, da war mittlerweile Bruno Baumann auch nochmal zu Gast und ich ja, könnte da einfach immer stundenlang zuhören. Ja, ihr musstet jetzt auch gefühlt stundenlang zuhören. Nein, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video, mit dem gemeinsamen Rückblick. Vielleicht habt ihr ja das ein oder andere Buch auch gelesen, wollt dazu ein bisschen was erzählen. Lasst uns gerne in den Kommentaren austauschen, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.